Ich weiß, dass ihr Freund berühmt ist, Edda. Ich begreife nur nicht, weshalb. Weil er selbst ist. In dieser Welt gibt es nur zwei Tragödien. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte, und die andere ist, es zu bekommen. Lady White, was sagen Sie zu der Schande Ihres Sohnes? Wir werden ein nettes Haus haben und ein anständiges Leben führen. Oscar! Ich liebe sie wirklich, Edda. Sie ist so... still. Sie entschuldigen mich, Lord Alfred. Bosie, bitte. Bosie. Ist er nicht unwiderstehlich, Mr. Wilde? Er ist perfekt. Und das in jeder Hinsicht. Es ist nichts falsch daran. Wirklich nicht. Künstler scheren sich nicht um ihren Ruf. Ich liebe ihr Stück. Je frivoler sie sich geben, desto ernster meinen sie es, nicht wahr? Unglaublich, was alles hinter unserem Rücken behauptet wird, was sich als wahr herausstellt. Nun, er hat Charme, das muss ich zugeben. Und das ist schlecht. Männer sollten nicht charmant sein. Und was würdest du sagen, wenn jemand mit deinem Sohn ins Bett gehen will? Cyril ist 8. Was würdest du sagen, wenn er 18 wäre? Nichts. Er muss tun, was ihm seine Natur diktiert. Ich wollte, ich hätte es auch getan. Es ist ein Skandal, was ihr gemacht habt. Bosie, wenn es zum Prozess kommt, muss Oscar Lügen erzählen. Es wird eine Katastrophe. Was ist denn die Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wagt? Niemand wird je wieder meine Stücke oder Bücher lesen. Doch, das wird man. Auch wenn du verlierst, du bleibst immer mein Sohn. Die Leute haben nie begriffen, wie viel Mut er brauchte, um er selbst zu sein. Könnten wir doch unsere Natur wählen, wenn wir nur die Wahl hätten.